Das Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, in Kiew wird von den jüngsten Protesten überschattet. Ukrainische Journalisten und Aktivisten versuchten, die Aufmerksamkeit der Minister auf die Polizeigewalt zu lenken. Wir sind hierher gekommen, um Außenminister zu treffen, die für die Konferenz angereist sind, und um sie darüber zu informieren, was genau den Journalisten passiert ist, die über die Proteste vor dem Präsidentenpalast berichteten. Wir verteilen Fotos, die zeigen, wie die Polizei die Journalisten daran hinderte, ihren Job zu machen. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle wies russische Kritik zurück. Der Westen unterstütze die ukrainische Opposition, dies sei aber keine Einmischung, sondern Ausdruck unserer europäischen Werte. Die Medienbeauftragte der OSZE will unterdessen dem Büro des Vorsitzenden der OSZE und dem ukrainischen Außenminister einen Brief schreiben und eine schnelle Aufarbeitung dieser Angriffe fordern, die sie sehr besorgniserregend findet. Sie erklärte weiter: Ich erhebe auch meine Stimme für Ihren Kollegen von Euronews, Roman Kuprianow, der wie viele andere angegriffen wurde. Wir wissen, dass mehr als 40 Journalisten von Sicherheitskräften zusammengeschlagen wurden. Der ukrainische Ministerpräsident Mykola Azarov sagte, die Proteste in seinem Land seien normal und seine Regierung habe Verständnis. Aber sie verurteile Extremisten, die Verwaltungs- und Regierungsgebäude besetzten.